Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brickforce. Und ja, wir spielen wieder auf der alten Boeing 747. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was mir blüht. Ja, genau das. Ich freue mich. Hören Sie mal zu, mein Lieber, aber das ist der falsche Umgangston. So, ich sollte, glaube ich, aufhören, mein gesamtes Magazin ins Nix zu verballern. Das wäre, glaube ich, der erste wirklich gute und vorteilhafte Schritt. Was macht denn der? Alter, nur am Main. So. Ich habe ja keine Ahnung, was ein unangemessenes Verhalten sein soll. So. Wo gehen wir jetzt lang? Okay, wir können hier eh nicht viel hin. Ach du Heilige. Ja. Das ist eine Alter, nee, ne? Ich will das doch nicht. Ich will das doch alles nicht. Ich freue mich immer, wenn auf diese Frage, wenn ein Kickboard startet und fragt dann, was genau die Person gemacht haben soll. Und wenn dann keine Antwort kommt, das finde ich immer noch am schönsten. Das ist immer, ich finde, das zeugt immer so von so einer Professionalität von demjenigen, der den Vote gemacht hat. Deswegen. Aber hey, was soll man machen? Was soll man machen? Gott. Und ja, wie ihr schon seht, ich spiele immer noch mit diesem Protonengewehr oder so heißt das Ding, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ganz einfach, weil mir die Waffe schon ein bisschen gefällt und weil sie auch mal was anderes ist als die ständige Feuerkäfer. Deswegen. Ja. Natürlich, es gibt leider bessere Waffen als sie. Dagegen kann man leider jetzt nichts machen. Aber gegen meine impotenten Sachen spielen. Dagegen sollte ich doch schon mal was machen können. Aber nein. Das geht natürlich ein. Ey. Nein. Kusch dich. Echt. Es ist echt momentan echt verrückt, was ich momentan mache im Gaming-Bereich. Nämlich absolut gar nichts. Kill. So. Immerhin, die Knarre hat ja etwas was drauf. Aber ich habe keine Übung. Ich wollte schon sagen, ist das Ding jetzt da ernsthaft noch reingefallen? Oh Gott. Ich rätsel noch, wie ich bis heute so ein Level erreichen konnte bei den Skills. Das ist echt bescheuert. So. Ich habe auch momentan kein so richtiges Thema, über das ich reden könnte, halt eben. Außer, dass ich wieder mal über mich selber nörgeln kann. Aber das kann ich immerhin gut. So. Nein! Was? Heilt sich der Kerl noch hoch? Alter! Nice Job. War da nicht gerade einer? Gott, ich freue mich. Alter, was ist denn hier drauf für eine Massenballerei? So, und jetzt rennen.
In der Hoffnung, dass wir schnell genug da hinten zum Loch kommen, weil auf weiter Distanz ist die Waffe ja am Arsch. Die Feuerkäfer 3S hat wenigstens noch ein Zielvisier. Das hat die hier nicht. Deswegen. Nein! Nein! Warum sind da noch mehr Menschen? Und warum verbessert sich meine KD gerade? Das kann doch nicht wahr sein. Doch ist es. Leider. So. Nein! Ich verballer noch nicht mal mein Magazin, ich wechsle schon zur Pistole. Das ist doch echt bescheuert. Oh, leck mich doch. Oh. Dämliches Rumnaden bringt also anscheinend doch was. Ne Saurus. Die mich jetzt hier auch noch nach mit den Waffen. Nur weil ich die Saurus entdeckt habe. Okay, ich wette, es wussten schon andere Leute, was die Saurus auf dem Kasten hat. Und ich will so gerne die T-Rex haben, die seltene Version von der Saurus, einfach nur um zum Testen. Deswegen. So, selbst. Von wo? Von wo? Nein! Ich gehe mich vergraben. Gibt's hier irgendwo was, wo ich mich vergraben kann? Das ist echt. Vor allem das Schlimme ist, ich kann es nicht mal auf die Map schieben oder so. Oder auf die Waffe. Das liegt ja wirklich daran, weil ich einfach so grottenbeschissen spiele. Das ist echt traurig. Das, mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist echt traurig. Oh Mann! Echt. Dieser Moment, wenn man erkennt, dass man ein absolut beschissener Spieler ist. Das ist genau der Moment, wo man sich den Suizidmodus wünscht. Ja, da sieht man es mal wieder. Vor allem, ich bin der Beste aus meinem Team. Da ist einer eine 09 KD. Okay, aber ich sollte darüber jetzt nicht so lästern. Ich glaube, ich bin so jemand, der kann da immer noch sagen, ha, ich hatte eine schlechtere. Ja, wie schlecht deine ist. Die von Zeitraum war schlechter. Ja, also, genau, wenn du im BF jetzt eine schlechtere, also eine sauschlechte KD hast, schau dir meine Folgen an und du weißt, Zeitraum, ja. Der Kerl hatte eine schlechtere. Na, wie ihr seht. Oder wenn ihr beschissen spielt, schaut euch die Videos von Zeitraum oder erinnert euch dran, dann wisst ihr. Ja. Zeitraum. Der spielt noch beschissener. Der spielt noch beschissener. Ja. Hier bin ich doch hier. Geh ich doch einfach weg. Oh, leck mich doch. Nein, lass mich leben. Lass mich leben. Ich hab das alles nie gewollt. Ist er tot? Halleluja, er ist tot. Alter. Kleiner Tipp, die X-Armbrust ist beschissen. Ich hab dem Held nie was getan und ihr. Ja, mit der Wasserpumpgun, ne? Sonst nichts Besseres zu tun, ne? Das ist echt beschissen. Ist das die seltene? Die sieht so aus wie eine seltene. Wegen diesem orangenen Strich da. Na egal. Eventuell sehe ich jetzt schon überall in jeder Waffe eine seltene. So.
könnte ich es nicht eventuell irgendwie auf meine Tastatur schieben oder so, weil die ja schon ein etwas älteres Modell ist? Nur so als Frage. Würde das rein in der Theorie gehen? Grabt die sich hier meine Waffe einfach. So. Nein, nein! Ich krieg hier einen Rage-Anfall, ohne Scheiß. Ich krieg hier noch einen Rage-Anfall. Ist doch echt nicht mehr zu fassen. Vor allem, das kann doch nicht mehr gesund sein hier. Wie oft der Typ hier über den Haufen geschossen wird. Ist das eigentlich irgendwie Botten oder so? Ich meine, wenn man jemanden abfarmt? Ah, ciao, bis zur nächsten Folge.